Diego Capelan, first game here back in Essen against Nürnberg. We lost the game with 10 points, 73-83. What do you think now, close to the game, what was happened? I feel like we really battled hard. I think everybody, you know, gave it their all. I mean, obviously we didn't come out on top, but I just think, you know, a few turnovers here and there, and they got some easier points than us, you know. We just got to go back to work and, you know, just keep working on our defense, because, you know, that's where it all starts. Er sagt, dass halt einige Turnovers mitentscheidend waren, die Nürnberg zu einfachen Punkten gebracht haben. Man hat versucht, über die Defense hart ins Spiel zu kommen, aber man hat es in vielen Situationen dem Gegner dann doch zu einfach gemacht. Diego, the next games, what will change in the game? You come better to the games now. It's the first game. You have more practice. What can we expect of you? You can expect more energy on both ends of the floor, you know, from me and from everybody. Er sagt, man kann von ihm jetzt in den nächsten Spielen erwarten, dass er sich noch mehr ins Spiel einbringt, dass er noch mehr Energie aufbringt für die Mannschaft, die ganze Mannschaft richtig arbeiten wird, 40 Minuten, um solche Spiele wie heute zu gewinnen. Trainer Igor Krasanovic, 10 Punkte Niederlage gegen Nürnberg. Kurz nach dem Spiel, was ist so der erste Eindruck? Ja, erster Eindruck ist natürlich sehr betröppelt. Ich glaube, heute hätte viel, viel bessere Leistung vonnöten gewesen, gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Wir haben in zwei Phasen einfach gegen die Physis des Gegners nicht die richtigen Antworten gegeben. Und dann blöderweise noch richtige Serien kassiert und dann ist es schwer zurückzukommen. Man kann jetzt niemanden Vorwurf machen, das nicht probiert zu haben, aber vieles ist noch nicht da, wo es hätte sein müssen. Ein Wort zum Neuzugang Diego Capelan. Na gut, nach einer Niederlage fällt es schwer ein, jetzt ein super Fazit zu ziehen. Ich glaube, der hat gezeigt, dass er Verantwortung tragen will, dass er sie auch übernehmen möchte, dass er sie auch tragen kann. Aber heute hat es selbst das nicht gereicht. Wir müssen insgesamt, haben wir wieder über 80 Punkte kassiert, mussten defensiv stärker werden, dann werden auch seine Stärken mehr zu tragen kommen. Alles klar, danke.